Dieser Film handelt von einem jungen Komponisten, der ein Stück für Jugendorchester komponiert hat. Der Komponist heißt Julius von Lorenz und ist mehrfacher Preisträger des Bundeswettbewerbs Jugend komponiert, der von der Jeunesse Musicale Deutschland ausgerichtet wird. Zuletzt haben wir ihn mit einem besonderen Stipendium bedacht, nämlich einem Kompositionsauftrag nach dem Konzept der Initiative Neues Zeug. Dabei entsteht ein Ensemblestück für jugendliche Musiker und Musikerinnen, und zwar in enger Zusammenarbeit mit diesen und mit deren Lehrkraft. Julius von Lorenz hat sich für das Jugendorchester der Musikschule in Biberach entschieden und Orchesterleiterin Chiara Tauber hatte den Mut und auch die Begeisterungsfähigkeit, sein Projekt zu unterstützen. Da wir als Jeunesse Musicale nicht allein den Bundeswettbewerb Jugend komponiert ausrichten, sondern auch Fachverband der Jugendorchester in Deutschland sind, wollen wir mit dieser Videoreportage einerseits die Nachwuchsförderung junger Komponierender beleuchten, aber andererseits auch anderen Jugendorchestern Lust machen auf ein solches Abenteuer neue Musik. Ich bin Julius von Lorenz, 18 Jahre, Komponist. Eigentlich habe ich schon mit dem Klavierspielen angefangen zu komponieren, denn ich habe schon immer gerne viel improvisiert und ich habe wirklich mit 7 Jahren angefangen, dann erste Skizzen aufzuschreiben, erste Stückchen. Zunächst habe ich viel für Klavier geschrieben und meine eigenen Stücke selbst gespielt und nach habe ich dann an Workshops und Wettbewerben teilgenommen, wo meine Kompositionen auch von professionellen Musikerinnen und Musikern gespielt wurden. Ja, seit Jahren nehme ich an dem Wettbewerb Jugend komponiert teil und so ist eigentlich es auch zu diesem Projekt gekommen, denn 2020 habe ich den Bundespreis Jugend komponiert gewonnen und kurz danach hat mich dann Anja Knaap, die Organisatorin von Jugend komponiert, angefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei der Initiative Neues Zeug mitzuwirken. Mich hat dieses Projekt von Anfang an gereizt, weil ich normalerweise immer Stücke schreibe, die relativ sich an der Oberkante der Spielbarkeit bewegen, mit sehr virtuosen Passagen, sehr komplizierten Spieltechniken und die halt einfach von den Interpretierenden sehr, sehr viel abverlangen. Und ich habe mir schon öfter mal überlegt, was passieren würde, wenn ich diese Anforderungen extrem herunterschraube. Und deshalb hat mich dieses Projekt von Anfang an fasziniert. Die meisten von denen werden wahrscheinlich noch nie auf die Art auf ihrem Instrument gespielt haben, wie es bei meinem Stück gefordert ist. Zuerst war meine Idee auch, das Stück komplett ohne Takteinteilung zu schreiben, sondern wirklich nur als bestimmte Blöcke von Klängen, die ineinander greifen. Ich habe diese Idee dann wieder verworfen, weil es dann doch eben um diese Spielbarkeit gerade ging, dass es zumindest zum Teil noch Traditionelles, Bekanntes enthält. Zum Beispiel gibt es in dem Stück eine ganz tonale Stelle, einfach eine Fuge, eine tonale Fuge, wie man sie aus dem Zeitalter des Barock kennt, was nun auch schon um die 400 Jahre zurückliegt, was die Kinder bestimmt auch schon im Orchester mehr oder weniger so in anderen Stücken gespielt haben. Und genau, jetzt sind wir mitten im Arbeitsprozess. Ich habe schon einen Teil des Stückes geschrieben. Heute Abend wird dann ausprobiert, wie gut das umsetzbar ist und ich bin voll gespannt, wie das wird. Ja, ich bin voll stolz auf euch für die erste Probe. Hat mich voll gefreut, dass es schon so gut geklappt hat. Habt ihr schon mal Erfahrungen mit sowas gehabt? Also noch nie, wir hatten noch nie ein neues Stück.
halt so ein neues Stück, wo von dir gemacht wurde. Und es ist halt schon was anderes, vor allem weil es ein modernes Stück ist. Und ja, es ist halt was Neues und es ist toll. Ja, es war eine neue Erfahrung, aber hat Spaß gemacht. Ich fand es auch sehr interessant. Ja, es war auf jeden Fall cool und neu. Und ja, ich fand es toll. So, ja, ich bin voll begeistert von der ersten Probe. Das lief ja schon richtig gut. Ich habe mir bei manchen Stellen Sorgen gemacht, ob das so funktioniert. Und ihr bestimmt auch. Würdest du sagen, es ist so ein Wagnis mit einem Jugendsinfonieorchester, so zeitgenössische Musik zu spielen? Ich habe es mir lange überlegt, ob ich wirklich was zeitgenössisch machen will. Aber ich habe jetzt auch für das Konzert, was wir vorbereiten, die Idee gehabt, die Reise durch die Jahrhunderte. Und dann dachte ich, dann muss was fast was zeitgenössisches drin sein. Und eigentlich, die Schüler sind, glaube ich, sehr offen dem gegenüber, weil sie hatten noch keinen Kontakt. Man merkt, dass Schüler gehen ohne Vorurteile rein, während vielleicht Erwachsene mehr sind, nee, lieber nicht. Das ist, ja, komische Musik, finden sehr manche. Sind die Schüler da, glaube ich, sehr offen und experimentierfreudig, gerade weil sie gerne auch, man merkt, wenn Schüler anfangen im Geigenunterricht bei mir, die probieren gern alles aus und klopfen auch mal auf die Geige und wollen wissen, wie das sich anhört. Und eigentlich ist es genau das, was Schüler bei zeitgenössischer Musik zum Teil machen dürfen. Ja, deshalb hat es auch, glaube ich, schon so gut funktioniert, weil es denen auch Spaß gemacht hat. Und es freut mich voll, dass die das so schon so umgesetzt haben. Das war echt richtig cool. Das Stück heißt Unscharfe Studie 1 und es geht in dem Stück eben um diese Art, Bekanntes zu verfremden, bis hin zu Unschärfe, dass man nicht mehr genau erkennen kann, was jetzt dargestellt wird gerade. Zum Beispiel die tonale Fuge, die ich vorher erwähnt habe, verfließt nach und nach in Glissando-Bewegung. Das heißt, die Töne, die wirklich ganz fest am Anfang sind und halt ihren Platz haben, verschwimmen nach und nach ineinander, zerfließen, könnte man fast sagen. So entsteht nach und nach ein relativ graues Bild, wenn man es mit dem davor vergleicht, was sich dann in so eine Art Rauschen transformiert. Und in solchen Situationen habe ich eben versucht, diesen Begriff der Unschärfe umzusetzen. Ein ganzes Mal von vorne, bis dahin, wo wir gerade waren. Die Schüler haben das Stück richtig kennengelernt besser und auch sie mögen es. Es sind einfach Sachen, die sie dran ausprobieren dürfen, die sie sonst nicht im Unterricht machen dürfen, weil wir Lehrer natürlich immer sagen, schön spielen. Auch gerade zum Beispiel bei den Blockflöten, jetzt dürfen sie mal so fest reinblasen, dass der unterste Ton eben nicht mehr klingt. Und das lieben die Kinder, glaube ich. Und was denkt ihr, was werdet ihr in den nächsten Wochen so noch vor allem arbeiten? Ja, es sind Kleinigkeiten hauptsächlich, Dynamik einfach, dass gerade wenn es Unterschiede gibt, Streicher, Piano, Blockflöten und Schlagwerk, Forte, dass sie das genau wissen und sich dann nicht den anderen anpassen wollen. Genau, und dann einfach Sicherheit und
Spaß dann doch an dem Stück, dass das Ganze ein bisschen natürlicher noch wird, ganz entspannt und dann doch die Effekte ein bisschen mit Spaß spielen können. Jetzt sind wir auch schon in der heutigen Zeit, in der Epoche der experimentellen Musik gelandet. Solche Lieder, die die alten Regeln hinterfragen, wären früher sicher auf so etwas wie dem Index der Musik gelandet. Denn Musikstücke, die gar keinen festen Rhythmus und gar keine feste Tonart haben, hätten damals einen Skandal hervorgerufen. Muss es überhaupt einen Takt abgeben? Müssen alle Musiker im gleichen Metrum spielen? Auch sind neue Mittel zur spannenden Gestaltung der Komposition hinzugekommen. Neue Spieltechniken, elektrische Klangerzeuger und räumliche Aufteilungen des Klangs. Auch neue Medien kommen hinzu, so werden etwa während der Aufführung Videos oder Bilder projiziert. Das nachfolgende Stück Unschärfe Studie enthält einige dieser Aspekte. Zu jedem sagt jetzt auch noch Julius von Lorenz, der Komponist des Stückes, genau. Ja, vielen Dank für die Einladung, Till und Konstantin. Das Stück Unschärfe Studie 1 entstand als Auftragswerk des Musikschulorchesters. Und ich habe mir für das Stück einige Aspekte der Unschärfe in Musik ausgesucht, die ich untersucht und bearbeitet habe in diesem Stück. Einerseits geht es darum, dass wir es ja beim Hören relativ gewohnt sind, ganz klare Metren, Rhythmen und Tonarten und Tonhöhen zu haben. Und mit meinem Stück werde ich versuchen, diese Gewohnheit mal zu hinterfragen. Und ihr werdet merken, es gibt Teile im Stück, die sind relativ gewöhnlich für die meisten Ohren. Es gibt eine ganz tonale Fuge zum Beispiel, die ich so als Inbegriff der Schärfe genommen habe. Und dann löst sich das aber immer mehr auf und verschwimmt in so Glissandofeldern, die dann auch im Orchester zum Teil improvisiert werden. Das heißt, ich habe mich auch als Komponist bei dem Stück, beim Komponieren in den Noten zum Teil unscharf ausgedrückt. Das heißt, ich habe nur eine ungefähre Anweisung geschrieben und das Orchester wird in einem bestimmten Rahmen improvisieren. Und in diesem Sinne möchte ich Sie bitten, einfach diesen Höreindruck so ganz unbedarft zu sich zu nehmen, sich nicht zu irritieren lassen von eventuellen auftretender Orientierungslosigkeit zum Beispiel, weil es eben keine ganz klare Metrik gibt, an die man sich halten kann, sondern einfach dieses Klangerlebnis auf Sie wirken zu lassen und ganz einzutauchen in die Musik. Vielen Dank. Thank you.
Also ich fand, es war mal wirklich einfach was Erfrischendes. Auch man hat den Kindern richtig angesehen, dass sie Spaß daran hatten, mal das tun zu dürfen, was sie eigentlich im Unterricht nie tun dürfen. Also so Glissandi mit der Geige spielen oder einfach mal auf dem Instrument im Konzert drauf rumklopfen. Das macht man ja bei uns im Unterricht eigentlich quasi nie. Das ist ja fast ein No-Go, würde ich jetzt nicht sagen, aber man lernt das nicht. Und mal sowas machen zu dürfen, was dabei rauskommt, ist einfach schön zu erfahren. Und ich denke, das hat den Kindern super Spaß gemacht. Man hat es gesehen, es war super. Wir hatten gerade ein sehr schönes Konzert beim Musikschulorchester. Und auch die Uraufführungen waren voller Erfolg. Kamen sowohl bei den Musikern bis zum Schluss sehr gut an, als auch beim Publikum, was ich jetzt so an Stimmen empfangen habe nach dem Konzert. Die Musiker hatten bis zum Schluss, hatte ich den Eindruck, richtig Freude. Gerade eben, dass sie immer Sachen ausprobieren durften und auch wenn es dann mal noch kleinere Änderungen gab oder doch irgendwas ein bisschen anders sein sollte, waren sie da sehr offen und haben viel gelernt bei dem Stück. Und ich glaube, das ist ein Stück, was den Schülern lange in Erinnerung bleiben wird. Ja, unglaublich, wie schnell das vorbeigehen kann. Es sind ja eigentlich nur so 10 Minuten und auf die hat man so lange hingearbeitet. Eigentlich mehrere Monate, erst ich, als ich das Stück komponiert habe und mich lange damit auseinandergesetzt habe, dann das Orchester bei den ganzen Probenarbeiten, dem Probenwochenende und jetzt schließlich dem Konzert, den ganzen Vorbereitungen. Das ist eigentlich schon Wahnsinn, dann, was sich da alles in diesen 10 Minuten komprimiert, welche Erwartungen da auch drauf lasten. Und ich muss trotz allem sagen, ich bin ziemlich begeistert, wie es funktioniert hat jetzt. Das war einfach irgendwie so eine ganz gute Mischung, was da an Improvisationen auch rauskam, wie es sich mit dem Gesamtklang verbunden hat. Also bin ich jetzt eigentlich ganz zufrieden und schaue mit auch an großer Freude auf die letzten vergangenen Wochen. Und das zeigt mir mal wieder, dass man auch einfach den Mut haben kann, selber Dinge auszuprobieren, über Grenzen, die anscheinend bestehen, hinauszugehen und einfach Neues zu wagen. Und das wird oft mit Erfolg gekrönt sein.